Hallo meine lieben Gamer-Freunde und zurück bei Witcher 3. Und wir müssen den Jäger finden, der ist gerade auf Jagd. Die Spur ist frisch. Mislav ist gerade weggegangen. Genau, eben dieser besagte Mislav. Und zwar soll er uns zu dem Punkt bringen, wo die Soldaten umgebracht wurden vom Greifen, damit wir uns diesen, ich nenne ihn mal Tatort, genauer anschauen können. Deswegen folgen wir jetzt einfach mal der Spur. Das am besten zu Fuß. Es geht, glaube ich, ein bisschen einfacher, als wenn wir uns jetzt hier auf unser Pferdchen Plötze schmeißen. Ich finde den Namen so großartig, Plötze. Können aber mal ein bisschen schneller machen. Na, da haben wir ihn doch schon. Das ging aber fix. Da war er jetzt noch nicht sehr lange unterwegs. Bist du Mislav? Psst. Hörst du das? Wölfe? Nein. Wilde Hunde. Ja, gefährlicher als Wölfe. Wo hast du die Leichen der Nilfgaarder gefunden? Gefährlicher als Wölfe, bitte? Wir bleiben mal beim aktuellen Thema. Hunde gefährlicher als Wölfe? Wohl kaum. Es stimmt. Weißt du warum? Nein, aber du wirst es mir wohl sagen. Wölfe jagen, um zu fressen. Wilde Hunde töten zum Vergnügen. Genau wie Menschen. Ja, sie haben viel von uns gelernt. Warum nicht auch Grausamkeit? Wo hast du die Leichen der Nilfgaarder gefunden? Ich bin eher Großwildjäger. Die Nilfgaarder, die der Greif getötet hat. Wo hast du sie gefunden? Ah, verstehe. Du bist ein Hexer. Der Monsterschlechter, von dem sie im Dorf reden? Mhm. Ich zeig's dir, sicher. Aber ich muss diese Köter töten, bevor sie jemanden verletzen. Hilfst du mir? Falls es dir nichts ausmacht, dir an ihnen die Silberklinge stumpf zu machen. Warum nicht? Sicher. Der Greif läuft ja nicht weg. Nein, aber die Hunde vielleicht. Seien wir leise. Komm. Okidoki. Sind diese Hunde schon länger ein Problem? Seit Anfang des Krieges. Soldaten unterwegs. Vergewaltigen Frauen, erwürgen sie, töten ihre Männer zum Spaß, sogar Kühe schlachten sie. Aber Hunde? Vielleicht ein Tritt im Vorbeigehen, nicht mehr. Und die Streuner bilden dann Rudel. Sie sind ausgehungert, nur Fell und Knochen, dazu räudig. Aber sie sterben einfach nicht, weil sie schlau sind, schlauer als Füchse und Menschen leidenschaftlich hassen. Ich finde den Wind großartig, wie er durch die Bäume weht. Und sich die Bäume dadurch bewegen. 18.13 Uhr. Die Sonne geht langsam unter. Aber es regnet zum Glück nicht. Wo sind denn nun deine Wölfe? Zu spät. Noch ein Angriff. Hunde. Hat er getroffen? Nee, es sieht nicht so aus, als ob er getroffen hätte. So. Angriff. Okay, das war ein guter Schuss. Der Schuss war auch nicht schlecht. Lass uns doch hier auch mal noch einen übrig. So, und jetzt noch einen. Erledigt. Hundeteig. Nimm, was du kriegen kannst. Haben wir hier. Dieter. Du kennst ihn? Wir haben zusammen im Herrenhaus gedient, wo jetzt die Armee der Schwarzen lagert. Er war Stallbursche, ich Jäger. Aber das war bevor... Jedenfalls ist es lange her. Die Nilfgaarder, wo hast du sie gefunden? Es war wovor? Es war wovor? Bevor sie mich aus dem Dorf vertrieben haben. Was hast du gemacht? Nichts. Ich bin ein Sonderling. Tut mir leid, ich möchte nicht drüber reden. Ich zwinge dich nicht. Ich bin selbst ein Sonderling. Ich bin auch ein Sonderling. Ja, aber von anderer Art. Wenn es Lykanthropie ist, kann ich helfen. Was? Lykanthropie,
Werwölfe. Ich hatte schon einige Fälle. Meistens ist es ein schlichter Fluch, der... Florian, der Sohn des Herrn, und ich liebten uns. Dieter hat uns im Stall überrascht. Mich haben sie verjagt. Florian hat sich aufgehängt. Der Herr begann das Saufen und das Gut verfiel. Jetzt weißt du es. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Ach, ist schon lange her. Ich wollte dir zeigen, wo ich die Nilfgaarder gefunden habe. Komm. Der Greif. Weißt du etwas über ihn? Oh, nicht viel. Gehört nicht zu meiner üblichen Beute. Du aber zu seiner. Schon deine Überlebensinstinkte sollten dich aufpassen lassen. Ich gehe leise durch die Wälder. Mich hört und sieht kein Greif. Da wäre ich mir mal nicht so sicher. Aber ich drücke dir die Daumen, dass es jedenfalls dabei bleibt. Ein guter Mislav. Und dass du irgendwann dein Glück findest. Der Himmel sieht schon geil aus. Es ist total... Es ist atemberaubend schön. Unterwegs nehmen wir mal ein paar Kräuter mit. Oder auch nicht. Wir lassen es. Wir lassen die Kräuter Kräuter sein. Okay, also... Unsere Bekleidung bewegt sich so, wie wir uns bewegen. Ein bisschen schneller. Okay, gut. Ja, wo müssen wir denn da jetzt noch lang? Oh. Hier war's. Einer lag dort, beim Stumpf, ohne Kopf. Ein anderer hing vom Ast, ausgeweidet. Gedärme reichten bis... Pass gut auf dich auf. Ich komm schon klar. Nichts zu trauern. Sie waren Nilfgaarder. Ich komme schon zurecht. Das ist nicht der erste Greif, mit dem ich zu tun habe. Wird wohl auch nicht der letzte sein. Hoffentlich hast du recht. Jetzt Weidmanns Heil. Alles Gute, Miss Love. Alles Gute. So. Ich höre doch hier schon wieder Wölfe. Oder? Da hinten bewegt sich jedenfalls was. Na, wir untersuchen erstmal. Die Nilfgaarder haben gefeiert. Der Greif hat sie gestört. Der wollte halt mitfeiern. Der Boden ist schwarz, gesättigt mit Blut. Das können wir noch untersuchen. Ah, hier die Feuerstelle. Ein Lager? Na, du hast doch gerade selber rausgefunden, dass sie gefeiert haben. Total cool. Die Geräusche bringen mich total aus dem Konzept, aber so ist das nun mal. Da hinten sind Fußspuren. Diese Spuren sind älter und tiefer. Schwer gepanzert. Wohl Nilfgaarder. Da haben wir so einen Wegpunkt. Wahrscheinlich für schnell, ja genau, für Schnellreise. Aber das brauchen wir ja gerade nicht. Hier haben wir die Brücke. Da unten. Müssen wir wo hier runter? Was können wir denn hier aufnehmen? Brot, sehr schön. Ohren. 10-mal. Das ist wohl die Währung hier. Leinen. Wir können das Brot gerne gleich mal zu uns nehmen. Das ist nicht so verkehrt. Müssen wir rüber auf die andere Seite? Kommt jetzt zu uns? Das ist in diesem Gestrüpp hier nur schwer zu sehen, ey, ehrlich. Und du solltest springen. Ach, im Hexersinn geht das nicht. Ich habe hier was übersehen. So. Müssen wir hier hoch? Okay. Da führen die Fußspuren weiter. Ah, da. Okay.
Hier haben wir Wolfsbann. Warte mal. Folge den Spuren der nilfgaardischen Soldaten mit Hilfe deiner Hexensinne. So, sind wir ja gerade dabei, ne? Da kommen wir ja her. Wir wollen die jetzt. Uah! Wenn du über breite Lücken springst, halte dabei Kreis gedrückt, um dich an Vorsprung auf andere Seite festzuhalten. Das haben wir auch so geschafft. Was haben wir hier? Oh, ach, dieses Bienennest schon wieder. Das Greifennest. Oder was davon übrig ist. Knochen, Pferd, Hund, Mensch. Einige Monatsvorräte. Okay. Krass. Das Weibchen. Die Maden in ihren Wunden sind schon geschlüpft. Ist mindestens seit einer Woche tot. Der andere Greif muss ein Männchen sein. Wunden untersuchen, Alter bestimmen, Art bestimmen. Mich würde interessieren, woran das Weibchen gestorben ist. Tiefe Schnitte am ganzen Körper. Kein Tropfen Blut am Schnabel und an den Klauen. Hat sich nicht verteidigt. Müssen sich angeschlichen haben, als es schlief. Alter bestimmt. Abgenutzte Schnabelspitze, graues Haar im Fell, 10, 12 Jahre alt. Diese Größe. Greifen finden sich zu Paaren zusammen, wenn sie jung sind. Das Männchen muss etwa das gleiche Alter haben. Lässt doch die Art bestimmen. Dicker Schaft, dichte Fahne, ein Königsgreif. Okay, haben wir alles. Das erklärt, warum das Männchen, dem ich begegnet bin, so aggressiv war. Er hat erst die Nilfgaarder hier im Wald gejagt und dann angefangen, durch die Gegend zu stromern. Ah, endlich unser erster Fertigkeitspunkt. Charakter. Wenn du eine gewisse Anzahl an Erfahrungspunkten gesammelt hast, erreichst du die nächste Stufe. Du erhältst Erfahrungspunkte für das Töten von Monstern und das Abschließen von Quests. Ach herrje. Wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du Fertigkeitenpunkte. Diese Punkte kannst du einsetzen, um neue Fertigkeiten zu erwerben oder die Fertigkeiten zu verbessern, die du bereits besitzt. Die Farben. Die Farbe einer Fertigkeit zeigt an, zu welchem Fertigkeitenbaum sie gehört. Wähle mit L eine Fertigkeit aus und drücke dann Viereck, um sie zu entwickeln. Ach Gott, schneller Angriff, starker Angriff, Verteidigung. Meisterschütze einer leichten Armbrust, das ist geil. Das Landen von Treffern im Kampf erzeugt Adrenalinpunkte. Jeder Adrenalinpunkt erhöht den Waffenschaden um 10%. Entschlossenheit. Entschuldigt bitte, ich bin noch ein wenig erkältet. Entschuldigt kurz. Habt ihr nicht gehört? Ich kann das nämlich auch leise. So, Verteidigung. Beim Parieren werden Pfeile abgelenkt. Okay, starker Angriff. Erhöht den Schaden bei starken Angriffen. Muskelgedächtnis erhöht den Schaden bei schnellen Angriffen um 5%. Da würde mich am meisten locken jetzt erstmal, dass wir den Meisterschützen machen. Oder auch nicht. Und drücke dann Viereck. Will ich doch machen. Ach so. Ah, jetzt habe ich es gecheckt. Ah, mein Fehler. Okay, gut. Gut, dann machen wir jetzt das hier. Damit eine Fertigkeit Wirkung zeigt, musst du sie erst aktivieren, indem du sie auf einem freien Fertigkeitsplatz ablegst. Inaktive Fertigkeiten sind wirkungslos. Wähle eine Fertigkeit aus und drücke X. Wähle dann mit L einen freien Platz aus und drücke X, um die Fertigkeit zu aktivieren. Du kannst Fertigkeiten jederzeit deaktivieren und stattdessen andere aktivieren. So, andere haben wir ja jetzt noch nicht. So. Kampfvorbereitung. Unterschätze niemals deine Gegner. Diese Regel ist aus gutem Grund das Kernstück des Hexer-Kodex. Angemessene Vorbereitung hat schon nach manchem Hexer das Leben gerettet. Du solltest dir Tränke und Öle brauen oder Handwerker aufsuchen, ehe du dich in den Kampf stürzt. Bei BAM Waffenschmieden bekommst du Schwerter, während BUM Rüstungsschmiede Rüstung anfertigen.
Vor starken Gegnern solltest du einige Nebenquests abschließen, damit du Erfahrung gewinnst, deinen Charakter weiterentwickeln kannst und deine Chancen steigerst, den Kampf zu gewinnen. Jo, das wollen wir natürlich. Wie bekomme ich denn jetzt die Armbrust? Ups, jetzt habe ich ein Brot gegessen. Das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Das war nicht der Plan. Aber wie kann... Das muss doch irgendwo erklärt sein, oder nicht? Schutzschild. Das Schutzschild können wir echt öfter aktivieren. Da. Jetzt haben wir das. Ist halt jetzt echt die Frage, wie ich das mache. Falscher Knopf. Wie kann ich jetzt diese Armbrust aktivieren? Ach, hier drüben hätten wir auch was machen können. Ich glaube, wir mussten jetzt erstmal da was machen. Ich bin mir nicht sicher. Ach, Alchemie können wir auch... Ja. Alchemie können wir jederzeit auch so machen. Das finde ich gut. Und wenn ich jetzt hier hingehe, magische Falle, Schutzschild, Feuerschaden und beeinflussen die kinetische Druckwelle. Ja, wir werden das schon irgendwie rausbekommen, wie wir das machen. Regen, wo regnet es denn? Oh, die Wolke, oh, sieht so geil aus. Aber wo regnet es denn? Finde mit Hilfe deiner Hexensinne etwas Kreuzdorn am Grunde des Flusses. Lotze. Da kommt er doch. Aufnehmen. Velena Langschwert. Seine kaiserliche Majestät Emir war Imreis. Kronen. Öffne das Inventar, um Bücher und Dokumente zu lesen. Klossar? Nee. Wie kann ich denn jetzt hier Bücher und Dokumente lesen? Handwerk, Alchemie, Inventar. Hier siehst du deine aktuellen ausgerüsteten Gegenstände. Hier sind die anderen Gegenstände, die sich aktuell in deinem Besitz befinden. Mithilfe der Filter kannst du Gegenstände einer bestimmten Art anzeigen. Hier findest du Informationen zu deinen wichtigsten Charakterwerten. Um einen Gegenstand auszurüsten, wähle ihn aus und drücke X. Verwende den Filter Nützliches. Ah, und da sind Bücher und Dokumente. Ah, wähle das Objekt aus, das du lesen möchtest. Na, da haben wir es doch jetzt. Ach du meine Güte. So, wer es lesen will, drückt einfach Pause. Jetzt kannst du diesen Trank im Spiel verwenden. Drücke, um den Trank auf dem ersten Platz zu aktivieren. Den hier. Beschleunigt die Regeneration der Ausdauer. Interessant. Fackel. Jennifers Brief. Können wir den auch mal kurz lesen? Lieber Freund, verzeih mir, dass ich mich nicht nach deinem Befinden erkundigen oder danach, wie es dir in den letzten Jahren ergangen ist. Erkundige. Die Zeit drängt. Ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir müssen uns so bald wie möglich treffen. Reite nach Weidendorf bei Vizima. Und schone das Pferd nicht. Ich erwarte unser Wiedersehen zwar mit Ungeduld, doch kann ich nicht lange warten. Weder ungeduldig noch sonst wie. Deine liebe Freundin Jennifer. Ich habe das Einhorn noch. Okay. Was haben wir hier? Alchemie und Handwerk. Andere Gegenstände. So, und jetzt ist die Frage, wie bekommen wir das denn mit Alchemie heraus? Erstmal kurz dieses Schwert. Vergleichen ging mit L2. Oh, der Schaden ist so höher. Jetzt frage ich mich, was dieses eine Zeichen ist. Rüstungsdurchbohrung ist auch höher. Also würde ich mal sagen, rüsten wir uns jetzt mal damit aus. Ah, natürlich, die Fernkampfwaffe ist natürlich noch leer. Wir haben das zwar jetzt gelernt, aber wir haben natürlich noch keine Fernkampfwaffe. Natürlich.
Damit hole ich jetzt das Schwert. Damit hole ich das Schwert. Mann. Schneller. Aber wir kriegen das alles noch raus. Das ist alles... Irgendwann wird das Ganze Hand und Fuß haben. So ist gut. Schafft es den Sprung? Nö. Schafft es natürlich nicht. Plätze, Mensch. Da wirst du doch drüber springen können. Da stehst du doch, da springst du doch drüber. Voilà. Komm her. Ort der Macht. Was ist denn das? Hey, jetzt ist er doch gesprungen. Warum ist er denn jetzt gesprungen? Na egal. Das Schwert können wir erstmal wegstecken. Magie. Ein Ort der Macht. Das hast du sehr gut festgestellt. Halten zum Interagieren. Yeah, einen Fertigkeitenpunkt erhalten. Das gefällt mir. Charakter. No. Was haben wir denn jetzt hier noch alles? Ach, hier können wir die einzelnen Zeichen verbessern. Hier können wir Alchemie verbessern. Ermöglicht das Herstellen und Konsumieren von Hexentränken. Erhöht den... Allgemein. Sonne und Sterne. Tagsüber generiert Vitalität zusätzlich 10 Punkte pro Sekunde, wenn du dich nicht im Kampf befindest. Nachts regeneriert Ausdauer während eines Kampfes zusätzlich 1 Punkt pro Sekunde. Das ist gut. Erhöht die maximale Vitalität um 500. Okay. Jeder Teil leichter als Techniken der Katzenschule. Wir testen das jetzt mal kurz aus. Also, wir gehen mal kurz zurück. Vitalität war ja das... Ach, wir sind ja aufgefüllt. Wieso sind wir denn auf einmal aufgefüllt? Wo kommt denn das jetzt auf einmal her? Wahrscheinlich habe ich es wieder nicht mitbekommen. Nee. Was ist das hier? Egal. Armbrustbolzen bewirken 25% mehr Schaden. Die aktuelle Ausdauer... Also ich finde Sonne und Sterne ziemlich cool. Und das machen wir jetzt auch. Jo. Zack. So. Weiter geht's. Und dieses Zeichen hält jetzt das Quent-Zeichen. Damit wird wahrscheinlich Schutzschild verstärkt. Hält eine halbe Stunde jetzt. Okay. Jetzt mal hier weiter. Manchmal wünschte ich mir hier echt eine Taschenlampe. Ich sehe hier gar keinen Weg. Auf der Karte sehe ich die Punkte, aber ich sehe hier keinen Weg. Ich reite einfach drauf los. Irgendwann kommen wir schon irgendwo an. Kommen wir hier hoch? Zack. So. Okay, wo müssen wir jetzt lang? Dahinter. Laut Karte jedenfalls. Ja. Wir laufen einfach mal hier lang. Und jetzt... Oh, jemine. Oh, ein kleines Dorf. Nicht so schnell, Plätze. Warum springst du denn? Ich will absteigen. Ich gedrückt halten. Ich würde gerne mal mit Miss... Ach, Miss Love ist das hier. Klar, das ist die Jägerhütte, ich Idiot. Kann ich mal... Hallöchen. Hallöchen. So, aufsetzen. Warum funktioniert denn das nicht immer gleich? So, jetzt. Geht doch. Schwert kannst du wieder einpacken. Oh, große Sonnenblumen. Anderes Pferdchen. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Das war doch, glaube ich, der See. Genau. Was heißt das? Verfügbare Quest. Die gucken wir uns mal an. Ja. Er ist dafür. Das war ein Ausruf der Zustimmung. Wenn ich jetzt hier runterspringen würde, dem Täter schon weh, oder? Nee, das ging. Zutaten sammeln. Blütenblätter der weißen Myrte. Alte Frau. Hallo? Schlüssel verloren, meine Liebe? Nein, nicht den Schlüssel. Meine Pfanne. Die Hütte steht leer. Stand sie jedenfalls bis zum Abend vor der Schlacht. Dann lief ein Mann da rein, der tat, als gehöre ihm alles. Stand später an meinem Fenster und lugte hinein.
muss mich gesehen haben, denn als nächstes kam er direkt auf mich zu. Da schnappte ich meine Pfanne zum Schutz. Aber er sagte nur höflich, meine Liebe, hättest du wohl etwas Birkenrinde oder Blaubeeren, vielleicht auch ein paar Kohlen? Ich sagte, nein. Und du bist ja verrückt, dass du die Leute nachts um solchen Schnickschnack bittest. Aber ich sah, dass er gar nicht zuhörte. Er starrte auf die Pfanne wie eine Elster auf den Kopper. Leih sie mir, Mütterchen. Ich geb sie dir morgen wieder. Da hab ich gestaunt. Was will er denn nachts braten? Aber ich hab ein gutes Herz. Da hab ich sie ihm gegeben. Faszinierende Geschichte, in der Tat. Interessant, was geschah dann? Faszinierende Geschichte. Kommst du bald zum Ende? Vor Tagesanbruch kam noch ein anderer angeritten. Aber morgens brach nur der erste Mann auf, verschloss die Tür, sprang auf sein Pferd und ich habe weder ihn noch meine Pfanne wiedergesehen. Sie war alt und verrußt und nicht viel wert, schätze ich. Aber eine andere habe ich nicht. Willst du mir nicht helfen, Jungchen? Einer alten Witwe die Pfanne zurückbringen? Ich kriege diese Tür nicht aufgebrochen. Und ich habe auch Angst. Es stinkt so schlimm. Ich glaube, der andere Kerl, der liegt da noch drin. Sollen wir jetzt echt eine Pfanne suchen oder sollen wir jetzt... Ach, komm. Mein erster Pfannenauftrag. Gut, ich gehe mal rein und sehe mich um. Du solltest lieber hier warten, nur für den Fall. Ja, jetzt bin ich gespannt. Setz deine Hexensinne ein, indem du... Okay, die Quest machen wir jetzt. Okay, Objekt zerstören. Einige Objekte können zerstört werden. Sie sind mit dem Symbol... Ach, das waren die Fässer da bei der Kutsche in der letzten... Was, die letzte Folge? Ich glaube, ja. Ein Objekt zerstören willst, das deinen Weg blockiert, stell dich davor und wirke das A-Zeichen. Du kannst auch mit dem Schwert darauf einschlagen, aber so lassen sich nicht alle Objekte zerstören. Eine weitere Möglichkeit besteht darin, eine Kartätsche auf das Objekt zu werfen. Aber Vorsicht, dass du von der Explosion nicht verletzt wirst. Das A-Zeichen. Was da? Hier ist es sehr dunkel. Mal ein bisschen Licht hier machen. Ach du meine Güte, was ist denn hier alles drin? Aber da drüben liegt er jedenfalls. Eine Leiche. Das erklärt den Gestank. Das war klar. Nach einer Bratpfanne umschauen. Erstmal kurz, können wir die Leiche untersuchen? Ja. Seine Kehle, er wurde erdrosselt. Dann einige alte Narben. Wie bei einem Soldaten. Wie bitte, mein Lieber? Nichts, nichts. Ach, die steht da ja. Na, untersuch da. Ist doch, das ist doch X-Aktivität. Monokel mit Sprung. Interessant. Und wenn ich mit mir selbst rede, heißt es, ich wäre übergeschnappt. Ist es jetzt doof, dass wir hier uns alles einsacken? Ich bin mir jetzt nicht so sicher, ich will... Na komm. Das Rezept könnte man gebrauchen. Das können wir auch gebrauchen. Bring Schemas zu Handwerkern mit den entsprechenden Fertigkeiten, damit sie den Gegenstand für dich herstellen. Nein! Warte mal. Bin schon wieder überfordert. Inventar. Warum haben wir denn jetzt auf einmal, wo haben wir denn die Hühnerbeine her? Ich bin reichlich verwirrt. Aber hey, ich will mich jetzt nicht beschweren, wir haben Hühnerbeine. Ist geil. Ich habe gerade aus Versehen eins gegessen. Da ist die Bratpfanne. Anzünden. Ich
Komm, Bratpfanne hier. Dokumente, fast komplett verbrannt. Ein paar Fetzen sind noch leserlich. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Warte mal. Inventar. Falsch. Konnte ich jetzt nicht... Hier. Jennifers Brief, nö. Hier, dies verbrannte. Und wenn du ein Treffen ausmachst, dann tauchst du gefälligst auf. Ich bin gekommen, hab mein Leben und das ganze verdammte Unternehmen riskiert. Bin mit nichts als meinem verfluchten Schwanz in den Händen dagestanden und hab umsonst gewartet. Ich dachte, die nilfgaardischen Truppen wären besser organisiert, aber du, unleserlich, sag deinem gesegneten General, dass ich und meine Leute nicht nachtragend sind und wir die Verhandlungen nicht abbrechen wollen. Aber da sich unser alter Plan im Wohlgefallen aufgelöst hat, werden es diesmal wir sein, die Zeit und Ort für das nächste Treffen bestimmen. Interessant. Hier, ah, Bratpfanne. Die unbezahlbare Bratpfanne. Sauber geschrubbt. Der geheimnisvolle Mann hat wohl weniger die Pfanne gebraucht, als vielmehr den Ruß zum Tinte machen und Briefe schreiben. Hast du die Pfanne gefunden, ja? Ja. Jetzt chill mal, ehrlich, eh. So, meine Gute, hier. Hier, deine Bratpfanne. Meine? Aber die war völlig verrußt. In dieser hier könnte ich mich spiegeln, wenn ich wollte. Aber die Zeiten sind lang vorbei. Der Mann hat den Ruß gebraucht. Er hat ihn abgeschabt, um Tinte daraus zu machen. Musste wohl dringend einen Brief schreiben. Und hat eilends ein paar andere Dokumente verbrannt. Und der andere Mann? Er ist tot. Ruf ein paar Jungs und begrabt ihn beim Dorf. Aber tief, damit die Leichenfresser ihn auch nicht ausgraben. Ich rate euch gut. Sagt den Schwarzen nichts von der Sache. Warte mal, du hast dir ein Zeichen meiner Dankbarkeit verdient. Hier, Söhnchen, für die Reise. Was haben wir jetzt bekommen? Quest abgeschlossen, sehr schön. Erfahrungspunkte 10. Für einen kurzen Moment dachte ich, die drückt uns einen Schmatzer. Bratapfel, sehr geil. Ich dachte, die drückt uns einen Schmatz auf die Wange. Boah, noch Brot bekommen. Sehr gut. Apfelsaft. Apfelsaft gibt Apfelkraft. Lecker. Nur ja, das nenne ich jetzt mal erfolgreich. Das war jetzt mal eine Quest, die wir ohne Probleme abgeschlossen haben. Unsere erste. Yay. Damit würde ich jedenfalls diese Folge beenden. Wir werden dann in der nächsten Folge uns hier in diesen See reinstürzen. Und das besagte Kreuzdorn finden. Danke jedenfalls, dass ihr dieses Mal wieder eingeschaltet habt. Und dann bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Witcher 3.